Ja, Freunde, wir machen mal weiter. Ich bin mal gespannt, welche Hürden wir noch nehmen müssen, bevor das Gehäuse endlich in zwei Hälften zerfällt. Ich habe mir das im Werkstatthandbuch noch mal angeguckt. Ein bisschen was muss wohl noch ab. Und ich sehe da auch gerade, dass ich wieder mal nicht das richtige Werkzeug habe. Mal gucken, ob ich was improvisieren kann. Willkommen bei Sam's Channel. Im Buch steht zum Beispiel, dass man diese beiden Räder hier entfernen soll. Das war mir schon irgendwie klar. Hier steht, das soll man einfach dran ziehen. Geht sogar. Wer hätte es gedacht? Die Anlaufscheibe ist da so ein bisschen rein integriert, beziehungsweise es existiert keine. Nach hinten ist so eine Art Hals. Nach vorne ist eine Einbuchtung. Das Ding hat ein Key. Mal gucken, ob der hier rausfällt. Nö, tut er nicht. Gut, das war einfach. Hätte ich auch vor zwei, drei Videos schon machen können, wenn ich es gewusst hätte. Hängt noch ein dicker Öltropfen. Dieses Timingrad muss man wohl erstmal entsperren. Das geht durch auf der anderen Seite zu den Riemenscheiben, zu diesen doppelten Riemenscheiben. Jetzt gucke ich mal, dass ich das irgendwie hinkriege. Das sollte genügen. So, hier gibt es eine nette Vertiefung im Gehäuse. Da kann man das Rad mal ein bisschen festhalten. Aber ich glaube, ich fädle hier meine Aluminiumhülse auf. So. Beziehungsweise, das wird sich so dagegen lehnen. Jetzt versuche ich mal mit einem 22er Nuss das aufzudrehen, wenn ich da dran komme. Es geht nicht, weil der Schrauber zu nah ist, und es geht nicht, weil die Kamera blöd steht. Okay, so wird das wohl passen. Schon auf? Ah, es ist schon auf. Gerade wollte ich noch mal ansetzen, aber es ist schon auf. Das war einfach. Ah, der hat auch einen Key. Muss er ja, weil das ist ja ein timing-relevantes Zahnrad. Ich habe immer Angst, dass die Dinge rausfallen, aber irgendwie haben die keine Ambitionen. Ja, so sieht das Ding aus. Jemand aus dem Publikum sagt, er hätte vielleicht einen Riss im Zylinderkopf gesehen, aber nein, da ist kein Riss im Zylinderkopf. Das sind einige Strukturen, die man so interpretieren kann, wenn man es nur durch eine Kamera sieht, aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Also keine Sorge. Kann man jetzt durchstecken eigentlich, wenn man diesen Key da rausbekommt. So habe ich das eigentlich auch erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Muss man die mit dem Key durchstecken? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich sollte eher versuchen, den Key zu fangen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Jesus-Key. Weiß nicht, ob er kommt. Im Moment macht es nicht so den Eindruck. Wieder ein Problem, vor dem ich noch nie stand. Ach doch, eben kommt er. Eben kommt er. Ich versuche es mal so zu machen, dass ich mit den Händen nicht davor bin. Genau. Ich nehme jetzt mal meine Kniepex-Parallelzange, weil die hat keine Zähne. Und damit versuche ich das mal rauszuziehen. Ich habe es gedacht, man kann da einfach dran ziehen, aber... Doch. Okay. Ja, so ein kleiner Halbmond einfach. Und jetzt wäre ich hoffnungsfroh, dass man das Ding einfach durchstecken kann. Genau. Oh no. Das ist ja blöd. Die Welle hat hier einen Rand, das heißt, es würde das Lager mit raustreiben. Okay, aber das ist egal. Zum Splitten des Gehäuses ist es eigentlich egal.
Da ich aber auch hier nicht genau weiß, in welche Richtung es aus dem Gehäuse raus will, nehme ich auch hier den Key mal raus. Das geht ziemlich leicht. Kommst du her? Ah ja, da ist er. Ich glaube sogar, es ist der gleiche. Er ist nicht unbedingt größer, bloß weil es die Kurbelwelle ist. Als nächstes will ich mal die Kolben markieren und ausbauen. Ich fange mal so an. Ich kratze hier mal ein Haar rein. Für horizontaler Zylinder. Nicht für hinten, sondern H ist horizontal und V ist vertikal. Man kann es auch mit hinten und vorne verwechseln, aber ich meine H und V horizontal und vertikal. Das muss ich nochmal dazu sagen, weil das hat auch ein Zuschauer angemerkt, was H und V denn bedeutet. Vorne oder hinten oder vertikal, horizontal. Genau. So, und das nächste, was ich mache, ist, ich mache noch einen Pfeil drauf in die Gasdurchflussrichtung. Das heißt, genau, der Einlass ist ja immer zentral in der Mitte zwischen den beiden. Und die Auspüffe gehen nach außen. Das heißt, ich mache hier einen Pfeil einfach mal so drauf. Vielleicht ist auch irgendwo einer unter dem ganzen Dreck, aber nur, dass ich den Kolben da nicht verkehrt rum einbaue, mache ich einen Pfeil in Gasflussrichtung. Normalerweise deckt sich das mit Fahrtrichtung des Fahrzeugs beim Zweizylinder oder Vierzylinder bei Reihenmotoren generell. Die haben ja die Gasdurchflussrichtung in Fahrtrichtung üblicherweise. Geht natürlich auch anders, aber üblicherweise. Und dementsprechend kann man die Pfeile auch in Fahrtrichtung sehen, aber hier bei dem VF2 geht das natürlich nicht. Deshalb definiere ich das jetzt für mich so, dass die Pfeile in Gasflussrichtung gehen. Aber der Kolben hat schon unterschiedliche Shapes hier von den Ausbrüchen für die Ventile. Man kann eigentlich die Richtung gar nicht verwechseln, sehe ich gerade. Aber ist egal. Lieber einmal so viel markiert als einmal so wenig. So, das ist also der V-Zylinder. Der vertikale. Und die Gasflussrichtung ist auch diese. Ja, gelingt mir da ein anständiger Pfeil oder gelingt es mir nicht? Geht so. Das wird wenigstens noch zu sehen sein, auch wenn er dann sauber gewaschen ist. So, nochmal kurz checken. Der Kolben ist absolut leicht und freigängig in Sollrichtung. Hat absolut überhaupt kein spürbares Kippmoment in Querrichtung. Also ist nichts ausgeschlagen, sodass man es jetzt schon merken würde aus dem Handgelenk. Und er hat etwa 1 Zentimeter Spiel nach rechts und links. Das ist normal. Und jetzt kann man den aufmachen. Genau, jetzt sollte man sehr vorsichtig sein, damit einem nichts in den Motor fällt, normalerweise. Aber jetzt ist eigentlich egal, da der Motor sowieso aufgemacht wird. Aber normalerweise macht man es jetzt also so, dass man da irgendwas reinstopft. Ich mache das pro forma mal. So. Allerdings verhindert euch das jetzt wieder die Sicht, glaube ich. So, vielleicht wird es so irgendwie ein bisschen gehen. Kolben, Bolzen, Halterringe werden ausgetauscht, wenn sie einmal benutzt sind. Ist eigentlich immer so. So. Raus ist er schon. Ich muss nur was zum Nehmen holen. So. Da ist er. Dann versuche ich mal, ob der Kolbenbolzen rauskommt von der Gegenseite. Üblicherweise geht das gut. Manchmal aber auch nicht. Doch, er dreht sich eigentlich gut. Müsste eigentlich kommen wollen. Hat hier wohl irgendwo einen Grat. Okay. Der ist da schon so lange drin. Ich verstehe ja, dass er nicht raus will. Na komm. Vielleicht hat er sich geschämt. So. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen Dichtmasse. Das kann gerade
eben reingekommen sein von der Zylinderfußdichtung, an der er die ganze Zeit lagerte. Hier hat er ein bisschen eine Markierung bekommen. Oh, der passt aber sehr, sehr gut. Ja, das ist ganz klar, das ist die Stelle. Welche Stelle ist es denn? Müsste hier innen sein. Genau. Das ist dieser Rand, der sich hier ein bisschen abgedrückt hat. Man spürt es auch ganz leicht. Okay. Ansonsten passt er sehr gut. Oh, was ist denn hier wieder passiert? Habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Zum Teil hat so ein Motor heftig scharfe Kanten, aber ich kann euch versichern, der hier geht noch. Müsste man CP1300 Motor reingucken. Der besteht fast nur aus Rasierklingen. Das ist eine Katastrophe. Ja, CP1300 Motor, wie gesagt. Extrem scharfe Kanten, nur Rasierklingen überall. Furchtbar. Vielleicht geht es damit besser. Ja, tut es. Jesus. Normalerweise hält man Lappen davor, dann hättet ihr gar keinen Spaß mehr. So. Drift. Sieht unten ziemlich genauso aus. So, die Nockenwellen. Haben schätzungsweise 0,5 mm Spiel in ihrem Lager. Das sehen wir dann noch, wenn wir die Kurbelwelle raus haben. Oh, die ist riesig, die Kurbelwelle. Ich sehe gerade die Getriebezahnräder. Huiuiui. Ich kann schon auf die Katastrophe gucken. Das ganze Zahnrad sieht scheiße aus. Und da fehlt auch ein Stück. Mein Gott. Wir werden es gleich sehen. Also. Das hat relativ viel Kippspiel. Ich finde es fast ein bisschen viel, aber es könnte normal sein. Sieht es hier oben aus. Wenn es da auch so ist, dann ist es normal. Ja, es ist hier genauso. Es ist frei beweglich. Hier ist es fest. Hier ist es auch fest. Also die Pleuellager sind okay. So, zwei kleine Dinge wollte ich noch machen. Zum einen wollte ich dieses Ding hier abbauen. Das ist der Breather, sprich Kurbelgehäuseentlüftung. Nicht, dass das jetzt weg müsste, aber das ist Plastik. Vielleicht bricht es ab, wenn man es nicht abmacht. Ich glaube, das müsste jetzt schon so rausgehen, oder? Hätte ich jetzt gedacht, jedenfalls. Immer noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hier gucken wir auf was Metallisches. Das liegt ganz einfach daran, dass da was Metallisches ist. Nee, ist ganz einfach ein Ölabscheider. Das heißt, da gibt es ein Labyrinth. Und das, was wir hier haben, sind zwei O-Ringe, damit es schön dicht ist. Dann haben wir hier drin ein Flatterventil. Genau das gleiche Flatterventil, was wir normalerweise auch im PS-System haben. Man kann das ein bisschen durchgucken. Das sind so Membranen. So. Und die kann man reindrücken. Das heißt, das kann Luft ausstoßen an dieser Geschichte.
aber kann keine einsaugen. Das heißt, es ist ein Ventil, was nach draußen ventiliert, aber nichts, aber keine Frischluft einsaugen möchte. Genau. Und die Luft, die hier rauskommt, wird vom Ansaugtrakt, die geht in die Airbox, haben wir ja gesehen, wird vom Ansaugtrakt eingesaugt und dann ist es gut, dann ist der Dreck weg. Genau, das müsste man mal zerlegen und mal anständig sauber machen, weil man kann sehen, also ich kann zumindest sehen, dass es da drin verheerend dreckig ist. Ihr könnt es wahrscheinlich gerade nicht so gut sehen. Das ist der ganze Junk, der da drin ist. Das hier müssten übrigens die Öl-Return-Pfade sein vom Zylinderkopföl. Ich habe einen Moment lang gedacht, das wäre durch die Stutzen der Öl-Return-Pfade, aber das ist offensichtlich nicht so. Das sind diese Dinger, was man hier auch ganz schön sieht. Hier sind Ölspritzdüsen, auch ganz nett. Da wird von unten der Zylinder, der Kolben angespritzt. Da wird quasi mit Öl ins Kolbenhemd von unten reingesprüht hier. Mit diesem Ärmchen. Dann wollte ich das Ärmchen mit dieser Feder noch ausbauen, damit es nicht unkontrolliert zurückschnappt. Halt, das ist ein Tags, oder? Nicht, dass ich da was Falsches benutze. Ja, das ist ein Tags. Man muss aufpassen wie ein Schießhund. Wenn das alles voll Öl ist, dann kriegt man das nicht mit. Das ist ein TDX30, passt da ziemlich gut. Ja. Alles gut. Genau, dieses unkontrollierte Springen, wenn das hier sich zurückzieht, weil das zieht sich dann zurück, wenn man die Motorhälften dreht, anders geht's nicht. Er trennt nicht dreht, dann saß diese Feder hier noch da, ziemlich viel Schraubensicherung. Und dieser Federbügel hat sich dann hier gegen das Gehäuse gelehnt. An dieser Stelle. So. Alles klar. Wir gucken aber trotzdem noch mal aus, was das besteht. So, und das ist die Feder. Dann ist vor der Feder unter dem Ärmchen eine Scheibe. Genau. Und oben ist nichts mehr. Oben ist eine Mutter mit einem Kragen. Und dieser Kragen passt genau hier rein. Genau. Genau. Okay, so. Ja. Eigentlich wüsste ich jetzt nicht, was den Motor noch daran hindern könnte, sich zu trennen. Das zieht sich sowieso automatisch raus. Das müsste sich auch rausziehen, die Kurbelwelle. Das kann natürlich schwierig werden. Die Getriebe ziehen sich normalerweise leicht raus. Auf der anderen Seite ist sowieso leer. Da haben wir das Gegenstück hiervon, das Gegenstück von der Kurbelwelle und das Gegenstück von der Getriebeausgangswelle. Wobei das ja hier die Eingangswelle ist. Warte mal, hier sind noch die beiden Passstifte von der Ölpumpe. Da will ich nochmal gerade gucken, ob die vielleicht verloren gehen können. Das wollte ich eigentlich gestern schon machen, dann hatte ich es doch wieder vergessen. Eingepresst offensichtlich. Und zwar guckt der eine weiter raus als der andere, wie bei den Zylinderköpfen auch. Interessant, du Kali scheint es so zu machen, dass der eine weiter rausguckt wie der andere, damit man nichts verdrehen kann. Obwohl man es hier nicht, sowieso nicht verdrehen kann. Aber das heißt, wenn sie nicht rauszuziehen sind, dann fallen sie auch nicht aus Versehen raus. Hoffe ich doch. So, was ich jetzt noch machen muss, ist diese Dichtung hier ausbauen. Weil die behindert ja sonst die beiden Hälften am Trennen. Ach, was macht mein Dach wieder Geräusche? Passstifte scheinen bei diesem Motor generell nicht so die Tendenz zu haben, rauszuwollen. Aber okay, solange sie sich nicht verbiegen, dürfen sie drin bleiben. So, das machen wir mal ernst. Das ist schon mal der Falsche. Lang, gleich lang. Was haben wir noch? Hier haben wir eine dicke. Hier haben wir eine dicke. Und da unten haben wir zwei dicke. Da müssen wir eigentlich hier schon fertig sein. Da
Das Schöne bei diesen vertikal getrennten Kurbelgehäusen, auf denen liegt kein Leistungserzeugungs-, sprich Verbrennungsdruck. Bei den anderen Motoren, die horizontal getrennt sind, die sind ja so zusammengeschraubt, weil der Verbrennungsdruck die Kraft erzeugen würde, würde den Motor ja sprengen wollen. Das ist ja hier nicht der Fall. Deshalb sind die Schrauben vielleicht gar nicht so fest, wie man denkt. Naja, doch zu fest für den Kleinen. War eigentlich zu erwarten. So, das müssten jetzt 4 sein. Geht das so? Geht gut. Da unten waren noch 2. Wenn wir Glück haben, sind alle gleich lang. Aha. Die ist so lang. Und die ist gleich lang. Jetzt gucken wir mal hier. Die ist auch gleich lang. Und die auch. Wow, alles die gleichen Schrauben. Danke, Ducati. Das ist nett von euch. Die ist natürlich ein bisschen kürzer im Vergleich zu den anderen kleinen. Haben wir davon noch mehr? Oh ja, jede Menge. Da ist noch eine. Die hat einen sehr langen Kopf. Okay. Die ist identisch zu dieser. Die hat auch einen sehr langen Kopf. Ja, da ist was angeschraubt. Ich erinnere mich. Ich habe wieder vergessen, was es war, aber da war was angeschraubt. Genau. Da unten ist noch eine. Die sind alle gleich groß. Da unten sind noch 2. Noch eine mit einem langen Kopf. Also, alle gleich lang. Jetzt parkt ein Transporter vor meiner Garageneinfahrt. Ich habe schon gedacht, vielleicht bringt er mal einen Smartwasher, aber der kommt erst morgen. Zumindest laut Plan. So, ich glaube, auf der Seite habe ich alle Schrauben. Jetzt räume ich die, glaube ich, erstmal weg. So, ein Döschen für die lichtmaschinenseitigen Schrauben. 4 Stück davon, alle gleich lang. 2 Stück davon gleich lang. 4 Stück davon gleich lang. Und 3 Stück davon gleich lang. Jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Hier ist noch eine dicke. Geht das so? Okay. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das die gleiche ist wie von der anderen Seite auch. Ja, ist genau die gleiche. Hier komme ich etwas schwer an diesem Rad vorbei, aber es müsste gerade so gehen. Ja, und da die beiden die gleichen sind, tue ich die mit hier dazu. Das kann ich mir noch merken, beziehungsweise ich habe sie auf dem Video. So, dann schauen wir mal, ob wir das Gehäuse getrennt kriegen. Ich habe hier schon viele Gehäuse mit meinem Bremskolbenrücksteller getrennt. Ich habe noch eine andere Idee, falls das nicht klappt. Aber ich probiere das erstmal, weil es mir gerade am einfachsten erscheint. Es ist schon heftig unter Spannung, muss man schon sagen. Ja, heftig nicht, aber schon ein Stückchen schon. Man sollte das per Licht betrachten. Hier oben ist nämlich noch eine drin, die habe ich vergessen. Ist die gleiche wie alle anderen auch. Jetzt nochmal bei Licht betrachten. Ja, jetzt trennt sich's. Zumindest hier zieht sich langsam auseinander. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt haben wir im Prinzip nur noch eine wenig kooperative Kleberleiste hier runter. Schrauben. Ups. Kipp, sind hier keine mehr. Ja, um die untere Klebeleiste zu öffnen, ist eigentlich diese Stelle prädestiniert. No. Es schmatzt. Ja, wir haben's. Here we are. Also, wir haben jetzt überall einen Spalt im Gehäuse. Am Kleber kann es jetzt nicht mehr liegen.
Das Problem ist, dass die Komponenten sich jetzt halt einfach entscheiden müssen, in welche Richtung sie ausweichen möchten. Und das wissen sie vielleicht momentan noch nicht. Also die Ausgangswelle scheint, keine Ahnung, wo sie hin will. Ah, das ist die Eingangswelle, okay. Das heißt, die Kurbelwelle möchte hier drin bleiben, wie es aussieht. Alles klar. Dann drücke ich vielleicht mal hier gegen die Kurbelwelle. So. Oh, bei der Eingangswelle fehlen auch Zähne. Das wird viele Zähne, du Lecker. So. Ah, das Getriebe entscheidet sich, auf dieser Seite zu bleiben. Die Kurbelwelle entscheidet sich auch, auf dieser Seite zu bleiben. Das war sicherlich eine Schaltgabel, die gefallen ist. Das ist in Ordnung. Wie sollen wir das hier wieder zusammenkriegen? Irgendwie. Zu gegebenem Zeitpunkt. Aber es ist ganz gut eigentlich. Es ist alles in der einen Schale geblieben und die andere Schale hat sich weggenommen. Also so ähnlich wie bei anderen Motoren auch. Die Schaltgabelwelle, die Schaltgabelführungsstange hat es natürlich gezogen, weil die in beiden Gehälften, in beiden Gehäusen steckt. Deshalb ist die jetzt runtergefallen, weil sie sich nicht entscheiden konnte, aber das ist nicht weiter schlimm. Jetzt schauen wir erstmal hier rein, ob wir hier noch irgendwelche Lager- oder Anlaufscheiben fangen müssen. Nee, das ist eingepresst. Das ist auch eingepresst. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Gut. Hier steckt da die Schaltgabelführungsstange drin. Hier haben wir einen O-Ring im Gehäuse. Für den Öltransport zwischen rechts und links. Genau, das ist die Welle für die Riemenscheibe. Okay. Alles gut, wie es aussieht. Dann lege ich das gerade mal weg, nachdem wir uns das betrachtet haben und hier wahrscheinlich nichts mehr rausfallen wird. Dann kommen wir zum interessanten Teil. Nochmal kurz zur Erläuterung und zum Klarwerden der Sachen. Hier saß die Schaltgabel drin. Genau, hier steckte das so. Man wird das so aufbauen, wie es jetzt gerade war. Und wird das andere Gehäuse, was ich jetzt weggestellt habe, dann da oben drauf stülpen. Das macht am meisten Sinn, denke ich, wenn man das wieder aufbaut. Man muss immer an den Aufbau denken bei der Zerlegung. Dann Perspektive. Schaltgabelwelle wieder raus. Dann haben wir die Schaltgabeln, die... Ach, sind die dünn? 14-2.3. Ist die hier und die zeigt im Prinzip mit ihrem Führungsbolzen mehr in diese Seite hier. Dann versuche ich die andere auch mal rauszunehmen. Das geht jetzt nicht, weil die noch da drin steckt. Okay. Das ist die andere Schaltgabelwelle. Die sieht so aus. Welle ist eigentlich falsch, sondern Führungsstange. Die hat exakt die gleiche Länge, ist ein bisschen anders abgenutzt. Ansonsten sind sie gleich. Die Schaltgabel geht hier raus. Die beiden Schaltgabeln, die ich bisher ausgebaut habe, sehen gut aus. Das ist die N35SA, zeigt oder 5-6. Was hat die noch drauf gehabt? 14-23. Ist klar, in welche Richtung die müssen. Die müssen natürlich
mit dem Zapfen Richtung Schaltwalze, deshalb ist es im Prinzip klar, wie es sein muss. Und die einzelne hier auf der Eingangswelle ist die 5-6. Dann müsste jetzt die Trommel rauskommen, allerdings sollte ich dafür dieses federbelastete Ding hier wieder ausbauen. Das ist das, wo wir schon mal rein endoskopiert haben, wo dann wahrscheinlich die Kugel gleich kommt. Genau das kennen wir ja schon. Dann müsste hier die Schaltwalze kommen. Ah, das ist dieser Dent. Das ist dieser Rastpunkt, der hier zusätzlich gerastet wird. Durch diese Kugel, die da drin sitzt. Genau. Jetzt gucke ich mal, ob ich diese Kugel rausfangen kann. Oh ja. Da ist sie, die Kugel. Man kann da jetzt sehr tief reingucken. Weil dieses Loch geht nämlich jetzt durch. Das heißt, die Kugel wäre gerade im Begriff gewesen, nach innen durchzufallen. Und zwar genau an diese Stelle, wo hier die Schalttrommel sitzt. Und hier unter der Schalttrommel sitzt noch dieser kleine Ring. Das heißt, dieser kleine Ring saß hier so drauf. Genau, anders geht's gar nicht. Okay. Jetzt kann man die Getriebe ausbauen, oder das Getriebe ausbauen. Bevor ich das tue, sammle ich diesen Zahn ein. Halt, wo sind wir hier? Da. Den habe ich hier gefunden. Okay. Das ist die Getriebe-Eingangswelle. Au Backe. Ich habe eigentlich gedacht, die Getriebe-Eingangswelle hätte keinen Schaden genommen. Aber ihr seht, ne, ihr seht nichts. Schaut euch diesen Zahn der Getriebe-Eingangswelle an. Da ist kaum noch was übrig. Und die Nachbarzähne sehen auch nicht viel besser aus. Wir betrachten es gleich. Ach, und da fehlt einer ganz. Okay. Also massiver Schaden bei diesem Rad in der Getriebe-Eingangswelle. Die anderen schauen wir uns dann auch gleich an. Beziehungsweise ich schaue mir die an und zeige euch, wenn was Außergewöhnliches ist. So, jetzt nehmen wir die Getriebeausgangswelle raus mit der einen Schaltgabel. Das wird jetzt vielleicht nicht so einfach gehen, weil die noch in ihrem Lager steckt. Okay, das war die Schaltgabel. Also die Schaltgabeln sind, wie ich das sehe, bisher alle in einem hervorragenden, fast verschleißfreien Zustand. Also da habe ich mich ja mal sowas von geirrt, was die Schaltgabeln angeht. Aber kann passieren. Warum auch nicht? Ich darf das. Ich bin ja nur Hobbyschrauber. So. Das Getriebe steckt heftig in seinem Lager drin. Hier muss ich mit einer kleinen Alustange noch ein bisschen nachhelfen. Ich muss aufpassen, dass es auf der anderen Seite nicht rausfällt, weil ich will nichts kaputt machen. Wäre ja schade. Das hängt ziemlich fest noch. Jetzt kommt's, glaube ich. No. Scheiße. Ich will jetzt nicht, dass das Gehäuse mit der Kurbelwelle vom Tisch purzelt. So, wir machen das mal so, genau. So, und jetzt gönnen wir uns alle gemeinsam den Spaß, den ganzen Junk aus dem Keller zu holen. Hier zum Beispiel. Mehrere Zähne. Was haben wir noch? An Splittergruppen. Oh ja. Und hier haben wir noch einen Zahn der Zeit.
Das meiste hier ist unmagnetisch. Ist entweder Alu-Späne oder ja, doch noch ein bisschen was dabei. Das ist zum Teil extrem scharf und spitz. So, jetzt gucken wir nochmal in dieser Ölwanne, was wir hier noch haben. Nichts mehr. Hier sehe ich noch was. Hier nochmal ein bisschen punchen. Ja, ich glaube, das war es so ziemlich. Plus dem, was noch irgendwo sich getrappt hat, wo es nicht nach unten konnte. Da kann natürlich immer noch was sein, aber im Prinzip müsste es das gewesen sein. Ich habe die Grausamkeiten mal gesammelt und spüle jetzt mal mit Bremsenreiniger. So. Ja, das ist nur Dichtmasse, die kann ich wegwerfen. Das ist auch nur Dichtmasse. Das ist auch nur Dichtmasse oder Dreck. Und das ist im Prinzip die Beute. Das sind 3 Zähne und ein paar Fragmente. Ne, 4 Zähne und ein paar Fragmente. 4 Zähne. So, jetzt putze ich kurz die Platte und dann schauen wir aufs Getriebe direkt. Das ist die Ausgangswelle. Das größte Rad auf der Ausgangswelle ist der erste Gang. Genau. Das trifft auf das kleinste Rad auf der Eingangswelle. Das heißt, wir haben das ja letztendlich dann so stehen. Genau. Wir haben hier den ersten Gang, haben hier den zweiten Gang. Nee, Quatsch. Hier ist der zweite Gang. Dann ist hier der dritte Gang. Nee, hier ist der dritte Gang. Also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Sechste. Richtig. Der sechste Gang ist das kleinste Zahnrad auf der Ausgangswelle und das größte Zahnrad auf der Eingangswelle. Genau. Die sind fast gleich groß. Das heißt, da ist die Übersetzung 1:1. Das heißt, dieses ganze Desaster ist im sechsten Gang passiert. Das ist das Zahnrad vom sechsten Gang. Wenn ich jetzt nicht mich verzählt habe. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Ja, ich glaube, es ist so. Ja, das ist genau das, was wir in der Kamera schon gesehen haben. Diese 3 Zähne, die fehlen vom sechsten Gangrad. Das ist nur der sechste Gang. Und ich sehe auch so auf Anhieb bei den anderen Gängen kein Problem. Gut. Holen wir uns die Eingangswelle. Das ist das Korrespondierende. Das ist da, wo nur der halbe Zahn fehlt. Aber der fehlt halt auch halb. Und da fehlt einer ganz. Genau. Und das liegt sich so halbwegs gegenüber. Genau, es liegt sich sogar genau gegenüber. Der komplett fehlende Zahn auf der Eingangswelle, auf der Hauptwelle. Und der halb fehlende Zahn liegen sich gegenüber. Und die restlichen Zähne haben sehr große Verschleißmerkmale. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wie verdrückt, wie verquetscht die ganzen Flanken der Zähne sind, die noch in Ordnung sind. Da ist richtig was passiert. Hier zum Beispiel. Dieser Zahn, der ist nicht abgebrochen, aber der ist völlig verschlissen. Das heißt, der gute Ralf ist im sechsten Gang viel gefahren und hat sich sein sechstes Gangrad einfach verschlissen, nehme ich von an.
es ist einfach der Zahn der Zeit gewesen. Es sind die 120.000 Kilometer. Schauen wir mal die restlichen Zahnräder an. Die sind in einem fast neuwertigen Zustand. Auch die Docks, also die Schaltklauen. Da ist nichts zu sehen. Die sind alle in einem neuwertigen Zustand. Zumindest hier bei der Eingangswelle. Also wenn man die beiden Räder vom sechsten Gang außer Acht lässt, würde man sagen, das Getriebe hat 0 Kilometer. Auch die Flanken der Schaltklauen hier, die haben nichts, null. Sehr interessant. Eigentlich unglaublich. Gucken wir nochmal auf die Ausgangswelle, was hier so die Schaltklauen machen. Die sind auch ziemlich perfekt eigentlich. Ja, alles bestens. Ich meine, ich werde das auseinanderfädeln und dann wird man noch mehr sehen, aber für jetzt sind die Schaltklauen perfekt und die Gangräder der anderen Gänge sind auch völlig unbeschädigt und perfekt. Nur der sechste Gang. Und da alle Zähne vom sechsten Gang im Prinzip ja so verschlissen waren und verdrückt waren, nehme ich einfach an. Was ja auch logisch ist, dass von den 120.000 Kilometern einfach 110.000 Kilometer im sechsten Gang gefahren worden sind und dass das einfach irgendwann aufgegeben hat vom Material her. Zumindest kann ich jetzt laienhaft gesprochen, laienhaft gedacht, keine Ursache feststellen. Ja, und die Schaltgabel schauen wir uns auch mal an. Man sieht also nichts, die sehen aus wie neu. Hier ist eine ganz kleine Gebrauchsspur, aber eigentlich nicht der Rede wert. Auch wieder eine kleine Gebrauchsspur. Aber das ist eigentlich viel zu gut für diese Kilometerleistung. Und hier kann auch nichts gekippelt haben. Es ist völlig normal beweglich, weil es muss sich ja bewegen. Die sind nicht weggekippt, nicht weggedriftet. Nichts. Das sieht auch hier drin gut aus. Was haben wir noch? Die Drum. Also dieses Ding mit der Kugel ist wahrscheinlich noch ein zusätzlicher Leerlaufhalter, vermute ich mal. Aber wissen tue ich es nicht. Doch, es... Ich weiß es, und zwar, hier sieht man eine isolierende Schicht, da ist kein Leerlauf. Und sobald der Leerlaufschalter, zu dem kommen wir später noch, den sehen wir dann noch im Gehäuse stecken, hier auf das Metall kommt, geht die Lampe an. So, und hier ist in die Schaltwalze eine isolierende Schicht, das ist irgendwas Kunststoffmäßiges hier eingelassen, sodass überall die Lampe aus ist, weil der Schalter keine Masse hat und hier bekommt er Masse. An dieser Stelle ist also der Leerlauf eingelegt und an dieser Stelle ist auch dieser zusätzliche Dimpel, wo die Kugel da rastet. Das heißt, wir haben einfach nochmal eine verstärkende Leerlaufrastung bei diesem System eingebaut. Hat Ducati halt so gewollt, haben andere Motorräder manchmal, ich habe es schon gesehen, sowas, aber auch oft nicht. So, da haben wir hier diese Scheibe. Hier ist alles im guten Zustand. Die Bahnen hier sind auch eigentlich im neuwertigen Zustand. Das heißt, die Trommel ist meiner Meinung nach perfekt. Da ist überhaupt nichts. Das sieht alles aus wie neu eigentlich. Okay,
Das ist jetzt die andere Gehäuseschale. Hier kann man nochmal Fishing for Compliments machen. Das ist nichts, das ist nichts. Oh, hier ist noch jede Menge Zeug. Hier gibt es noch ein bisschen Beute, guck. Aber sonst glaube ich nirgends mehr. Man muss da etwas aufpassen, dass man sich diese kleinen Fäden da nicht in den Finger rammt. Dann kriegt man die nämlich irgendwie gar nicht mehr raus. Oder nur noch mit einer Pinzette oder sowas. Ja, und hier sitzt ja die Schalttrommel und hier sitzt der Leerlaufschalter. Das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe, mit dieser isolierenden Schicht. Dieser Pinockel. Wie er von außen aussieht, wisst ihr ja, haben wir schon gezeigt. Beim Entkabeln und hier, das ist der Pin, der dann auf diese Bahn da trifft und auf den Massepunkt auftrifft, wenn der Leerlauf eingelegt ist. Genau. Kugellager machen alle einen guten Eindruck. Da hätte ich jetzt auch nach dem Gesamtzustand dieses Motors auch nichts erwartet in irgendeiner Form. Also das ist auch super. Das ist Getriebelager. Das hier ist, genau, ich glaube Wasserpumpe und das, der Antrieb für die Keilriemen. Das hat sich auf die andere Seite rausgezogen. Also die Lager sind alle eigentlich in einem sehr guten Zustand. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, ob die Kurbelwelle noch irgendwie aus dem Gehäuse raus wollen würde. Der Woodruff Key ist draußen, da passiert jetzt nichts mehr. Das heißt, eigentlich könnte die rausgehen. Ah, das steht sogar so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, welche Kameraperspektive für euch die schönste wäre. Aber ich mach's mal so. Oh, das geht einfach. Ganz einfach. Da hätten wir einfach nur ziehen müssen. Deshalb wechseln wir jetzt mal zur anderen Seite. Oh, die ist schwer. Ja, die Kurbelwelle hat ihr Gewicht. Oh ja, durchaus. So, dann schauen wir uns mal die Hauptlager an. Die Hauptlagergasse, sowas gibt es hier natürlich auch. Das gibt es ja immer. Und wir beginnen mal hier. Ich drehe das jetzt mal, während ich euch vielleicht den Blick erhalten kann. Ja, hier ist ein bisschen Verschleiß, hier ist ein bisschen ein kleiner Grat drin, geringfügig. Aber so, dass man mit dem Fingernagel spürt. Oh, hier hat's mal. Ja, hier ist ein ähnlicher Grat drin. Man sieht das, hier hat es ein Dreckteil durchgezogen. Ah, da bleibt man mit dem Fingernagel eindeutig hängen. Es ist genau in der Mitte, genau hier, wo das Ölungsloch ist. Möglicherweise ist da irgendwas rausgekommen. Man weiß es nicht, man hat sich hier in einem spürbaren Kratzer verewigt. Das ist auf der Seite aber schon alles. Die andere Seite. Hat sowas nicht. Ich gucke immer, ob ihr was sehen könnt. Ja, die andere Seite ist perfekt und makellos. Sind wir einmal rum. Also dieses Lager der anderen Seite ist okay. Auf der Abtriebsseite, wir haben ja hier den Spline, das heißt, hier sind wir auf der Lichtmaschinenseite. Und hier auf der Kraftabtriebsseite haben wir diesen Kratzer drin. So, Hauptlagergasse im Motor, in der Motorhälfte. Das ist also ein ganz normales Lager, was da drin ist. Ganz normale Lagerschalen, wie in allen anderen Motoren auch. Und die sehen auch nicht gut aus. Das ist hier die Kraftabtriebsseite.
Das ist das korrespondierende Lager zu dem Kratzer. Und das sieht auch ziemlich übel aus, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, dass ich das rausbekomme. Die Lagerschale oder die Lagerschalen haben hier eine Markierung gelb oder braun. Ich würde eher sagen gelb. Und die sind meiner Meinung nach in einem Zustand, welches eine Weiterverwendung ausschließt. Ich muss mal gucken, ob die hier einfach rausgehen. Oder ob man das Gehäuse erwärmen muss. Noch weiß ich es nicht. Ja, möglicherweise könnt ihr es nicht gut sehen, aber die Lagerschale ist richtig heftig abgenutzt. Sie hat auch Kratzer, sie hat auch links umlaufende Kratzer, also im Umlauf sind Kratzer. Das ist ja jetzt nur ein Teil. Das ist also die kraftabgebende Seite. Die Lagerschale der Lichtmaschinenseite ist ein bisschen besser. Die Kratzer sind nicht ganz so tief, aber es ist auch eindeutiger Verschleiß hier an dieser Stelle. Hier, ja, hier kann man ganz gut Kratzer sehen. Und hier ist komischerweise ein Kratzer, der garantiert beim Eintreiben passiert ist. Dieser Kratzer, dieser ratternde Kratzer, der senkrecht zur eigentlichen Drehrichtung verläuft. Der muss beim Eintreiben passiert sein, anders geht es ja nicht. Ich drehe das gerade mal rum für euch. Ups. Hier haben wir nämlich auch noch ein nettes Verschleißbild von der Seite. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Dinger rauskriegt. Ich habe noch nie Lagerschalen aus einem geschlossenen Loch geholt. Immer nur an Stellen, wo sich die Lagerschalen freiwillig getrennt haben, weil das Gehäuse sich getrennt hat. Aber hier ist es ja nicht der Fall. Also hier sind auch ziemlich tiefe Riefen in Drehrichtung. Komischerweise auch längs dazu. Gut, also die sind fertig auf jeden Fall. Haben wir hier eine Farbkennzeichnung. Ja, auf dieser Seite kann ich jetzt keine erkennen. Und auf dieser Seite. Ja, sieht auch goldgelb aus. Genau. Oder braun, braungelblich, weiß es nicht. Hier ist die Getriebewelle durchgekommen. Das ist eine abnehmbare Buchse, das habe ich auch gerade erst gemerkt. Da ist ein O-Ring drin. Ein grüner, den sollte man neu machen. Und hier ist der Simmerring. Okay. Ich sichere das mal. Und das ist das Ausgangslager. Das ist sehr gut. Da passiert überhaupt nichts. Es läuft prima. Und da wackelt auch nichts. Ja, hier steckt noch eine Torx-Schraube drin mit einer Kontermutter. Was das macht, weiß ich nicht. Es scheint hier in den Ölkanal zu gehen Richtung. Es hat überhaupt kein Ölaustrittsloch, dieses Lager. Hat wahrscheinlich von außen geschmiert. Normalerweise haben diese Lager doch irgendwie eine Druckschmierung. Die könnte aber über die Kurbelwelle kommen. Ja, die kommt über die Kurbelwelle, genau. Die Kurbelwelle hat Löcher und entlässt da das Öl. Ja, ist interessant gemacht. Ich kannte das ja vorher auch noch nicht. Die Ölversorgung funktioniert über diesen Stutzen hier. Offensichtlich. Das geht jetzt bis hierhin rein. Genau, geht bis hierhin. Und dann ist es zu. Das Öl kann also hier raus. Hier ist eine Bohrung Richtung da unten, so schräg. Und hier geht es in den Hubzapfen. Und hier ist es so ähnlich, aber nicht ganz so. Hier ist eine Öldüse drin. Hier wird es auch über den Deckel versorgt. Hier sitzt, wenn ich das richtig sehe, eine Öldüse drin. Genau, so sieht das aus. Muss ich nochmal genau reingucken, glaube ich. Nee, das sieht eher aus wie ein Stopfen. Das ist hier einfach zu. Bin mir aber nicht sicher. Probiere das jetzt mit der Spritzenkanüle mal aus. Ob ich da reinkomme? Nee, das ist einfach nur ein Stopfen. Okay. Das heißt, im Moment stellt sich es mir so dar, ups, bin ich wieder gegen die Kamera getreten, dass das Öl hier eingefüllt wird über den Deckel.
über den kupplungsseitigen Deckel, genau. Dann geht es hier rein, geht hier über den Hubzapfen, versagt den Hubzapfen in die beiden Pleuel und geht dann hier an dieser Stelle wieder raus, versagt das Lager wird hier auch direkt versagt, dann geht es hier rüber, versagt das Lager, hier ist ein Stopfen drin und hier ist noch ein Austrittsloch für das Kleidlager, was hier liegt. Okay, was ein Wahnsinn. Hier reitet ja die Freilaufkupplung drauf. Und dieses Ding ist ein gebohrter Kanal für die Ölspritzdüse, für Unterkolbenspritzung. Genau, haben wir auch schon gesehen. So, schauen wir uns die Pleuel nochmal an. Wir haben also hier eine 2 auf beiden Pleuelen. Wir haben ja hier die kraftabgebende Seite und ich drehe den jetzt mal um. Wir gucken uns mal an, was hier unten drauf steht. Hier steht 005, 005. Okay. Und die andere Seite. 515, 515. Das hier ist ja die Lichtmaschinenseite. Das heißt, man kann die Pleuel-Lagerdeckel hier schon mal nicht verwechseln. Das ist schon mal ganz gut. Interessant ist auch, dass die Kanäle, die Bohrkanäle hier mit Immus-Schrauben zu sind. Die sind garantiert mit hochfester Schraubensicherung eingeklebt. Zumindest würde ich das wahrscheinlich so machen. So, die Lage der Pleuelstange und die Einbaurichtung ist jetzt dokumentiert. Die kraftabgebende Seite ist hier rechts, also hier, weil hier der Kegel ist. Genau. Und jetzt schraube ich die Pleuelstange mal ab. Das ist ein 10er Vielzahn. Ich denke, da ist jetzt auch nicht so viel dahinter. Deshalb mache ich das gleich mit dem Schlagschrauber. Wahrscheinlich wird mir die Schrauben sowieso ersetzen müssen, weil das Dehnschrauben sind. Aber man kann die Pleuellager natürlich nicht unbetrachtet lassen nach dieser Kilometerleistung. Wenn das jetzt 30.000 drauf hätte, würde ich sagen, lass gut sein. Aber so lassen wir es nicht gut sein. Okay. Wollen wir mit dem Hubzapfen anfangen? Können wir eigentlich, ne? Hier sind ein paar Spuren zu sehen. Hier auch, aber die sind nicht spürbar. Das ist völlig okay. Ja, genau. Also. Das, was hier so aussieht, die Riefen sind natürlich welche, aber sie sind kaum sichtbar. Das ist jetzt schwierig, mit der relativ nahen Kamera immer ein scharfes Bild zu zeigen, aber ihr seht, dass das überall relativ gleich aussieht. Also hier würde ich sagen, ist nichts. Das ist okay. Dann schauen wir uns mal die Lagerschalen an. Das ist jetzt der 515. Oh ja. Der hat relativ eindeutige Verschleißmarken. Genau. Er hat mal einen Krümmel durchgezogen, der Rest ist eigentlich noch okay. Wenn er den Krümmel nicht durchgezogen hätte, würde ich sagen, ist das völlig, völlig entsprechend dem Verschleißbild oder der Kilometerleistung gerecht. Man sieht übrigens, es sind gekreckte Pleuel. Seht ihr das hier? Das ist das erste Mal, wo ich das live sehe. Ich weiß, dass es das gibt. Und deshalb kann man die sowieso nicht verwechseln, kann sie auch nicht falsch zusammenbauen. Genau. Okay.
Farbcode. Ist hier keiner zu erkennen. So, nehmen wir das passende Pleuel dazu. Das war jetzt 515. Dann ist es das hier. Genau. Na komm, stell scharf. Danke. Ja, hier sieht es genauso aus. Da ist mal deutlich was durchgefahren. Ansonsten Abnutzungserscheinungen, die dem Kilometerstand entsprechen. Hier ist es ein bisschen mehr. Sieht sogar aus wie ein kleines Loch an der Stelle. Ne, da lag noch irgendwas. Gut. Ja, also. Da ist was durchgegangen, was Kleines. Ansonsten normales Verschleißbild. Jetzt machen wir mal die 505er. Ne, 005. Das sieht genauso aus, nur dass hier nichts durchgegangen ist. Eine ganz normale abgenutzte Lagerschale, die gerne in Ruhestand möchte, würde ich sagen. Hier sieht man, wie das Material abgefahren ist. Abgefahren. Okay. Jetzt die untere Lagerschale dazu. Das ist 005. Genau das gleiche Bild. Also das wäre noch gegangen. Wegen den Pleuellagerschalen hätte man den Motor nicht zerlegt. Aber jetzt, wo er zerlegt ist, ist es natürlich eine fantastische Gelegenheit, ihn neu zu machen. Gar keine Frage. Okay. Aber nichts kaputt in dem Sinne. Ja, Freunde, jetzt wissen wir eigentlich das meiste über den Zustand dieses Motors. Dass das Getriebe kaputt ist, wussten wir vorher schon. Deshalb haben wir die ganze Option ja gemacht, diese ganze Operation. Dann sollten alle Lagerschalen ausgetauscht werden. Das war sowieso von vornherein klar, dass man das mitmacht, egal wie sie aussehen. Und sie brauchen es auch. Sie haben es notwendig. Was ich jetzt noch nicht so genau weiß, wie man die Lagerschalen aus den Kurbelwellenlagern rauskriegt, also aus der Hauptlagergasse, das habe ich noch nicht gemacht. Ob man die einfach rausdengelt mit irgendwas oder ob man sich einen Stempel dreht, der genau passt oder ob man das erwärmt und sie dann automatisch rausfallen, das weiß ich alles noch nicht. Wenn mir das jemand sagen kann von den Spezialisten unter euch, wäre nett, dann bräuchte ich nicht so viel forschen, nicht so viel Fehlwege gehen, sagen wir mal so. Ja, ansonsten haben wir eigentlich gesehen, was wir sehen wollten. Jetzt stellen sich viele Fragen. Die können wir alle gerne gemeinsam diskutieren. Aber ich bin mir jetzt schon fast sicher, dass wir genauso viele Antworten bekommen, wie Diskutierende mitmachen. Aber so ist das ganz einfach. Die Frage zum Beispiel, tauscht man das Getriebe komplett aus oder nur die Gangräder vom sechsten Gang, weil der Rest sieht wirklich noch toll aus. Dann die anderen Lager, die noch alle so im Motorblock sitzen, die ganzen Kugellager, tauscht man die auch aus oder nicht? Man mag dazu neigen zu sagen, selbstverständlich, jetzt wo der Motor schon mal offen ist, tauscht man natürlich alle Lager aus. Kann ich gerne machen, ist kein Problem. Letztendlich muss der Ralf das auch so ein bisschen entscheiden. Also ich denke, die Lager, die hätten auch locker noch 100.000 Kilometer gehalten. Das ist jetzt gar nicht so abwegig, weil die haben nichts, auch das Getriebeausgangs. Lager, wo die Kette ein bisschen gespannt war. Ralf sagte übrigens, er ist in diesem Zustand kaum gefahren. Und das Lager ist auch noch völlig in Ordnung, muss man sagen. Wie alle anderen Lager, außer den Gleitlagern der Kurbelwelle, noch in ziemlich gutem Zustand sind. Ja. Und die Getriebezahnräder kann ich natürlich alle nochmal abfädeln und nochmal genau checken. Werde ich vielleicht sogar tun. Dann werden die Gehäuse natürlich gewaschen. Morgen kommt übrigens mein Smartwasher. Die Spedition bringt dann morgen, das ist schon avisiert.
Dann wird es zwischendrin wohl ein Video geben zum Aufbauen und Inbetriebnahme des CRC, ich glaube schon. Smart Washers, schwieriges Wort. Ja, und dann wird alles sauber gemacht mit diesem neuen Teil. Bin selbst mal gespannt drauf. Genau. Jo, das war's. Das war der wichtigste oder das wichtigste von dieser ganzen Operation, der wichtigste Film wahrscheinlich, in dem Moment, wo das Gehäuse aufgeht und man die ganze Misere sieht und es ist wirklich groß. Ja, schön. Spannende Geschichte. Bis demnächst bei Zams Channel und tschüss.